Wenn du diese deutschen Lieder nicht weitersingen kannst, bist du raus. Pop up. By the way, ist das Tag 3 von Ich öffne 3 Tage mein Postfach nicht, weswegen ich mein Postfach jetzt auch öffnen werde, da es ja der letzte Tag ist. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das aussieht und ich bin euch so unfassbar dankbar. Das sind, glaube ich, über 1000 Benachrichtigungen. Die habt mir so, so viel gegeben. Also ein ganz, ganz fettes Dankeschön an jeden, der irgendwie eins dieser Videos geliked hat bei dieser Challenge oder sogar gespammt habt. Ihr seid super toll. Und jetzt starten wir mit dem Video. Woohoo! Wir starten mit einem ganz einfachen Lied, was eigentlich jeder von euch kennen müsste. Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen. Wie lange wir Freude und Tränen schon teilen. Das müsste doch eigentlich jeder von euch hinbekommen haben, oder? Und wenn nicht, dann, ich glaube, ihr hattet keine Kindheit oder so. Weiter geht's mit einem Lied, was vielleicht nicht jeder von euch kennen wird. Immer wenn es Nacht wird, steh ich mit der Axt im Juwelier. Keiner macht es so wie wir. Weiter geht es mit einem Lied, was eigentlich auch Grundwissen sein sollte. Ich sag, lass uns ein Pärchen sein. Ich würde gerne rennen, doch ich werd mich ein. Und ich wäre ihr Kind in dem Märchenteil. Bitte, bitte, penn doch heute mal als Erster ein. Alles dreht sich nur um dich. Angelina, Brad Pitt, Jungs, glaub mir, ich hab Schiss. Denn mein Check ist so bad. Ja, weiter geht es mit einem Lied von unserer Legende Ayliva. Magst das nicht, wenn ich wegen dir frei? Warum bringst du mich dann nur zum Leid? Was hat sie, was ich nicht hab? Wer blieb immer mit dir wach? Tu ich dir nicht irgendwie... So, das war's dann eigentlich auch schon mit diesem Video. Allerdings möchte ich nur noch mal kurz sagen, dass ich morgen den ganzen Tag in einem Freizeitpark bin, weswegen ich wahrscheinlich keine Videos posten werde. Und eventuell werde ich vorproduzieren, aber das weiß ich noch nicht, ob ich das jetzt hinkriege. Und deswegen, ja, wollte ich euch halt vorwarnen, dass ihr euch nicht wundert, warum ich keine Videos poste. Und ja, das war's dann auch mit dem Video.